Wir sind in der Orthopädie, Podologie und Reha-Technik tätig. Eine von unseren Kernkompetenzen sind orthopädische Schuheinlagen nach Mass. Unser Familienunternehmen ist 1989 von meinem Vater gegründet worden und einer von unseren wichtigsten Werten ist Interdisziplinarität. Das heisst, dass bei uns verschiedene Berufe am Patienten zusammenarbeiten, ihre Perspektiven und ihr Wissen beitragen und somit können wir die besten Lösungen für unsere Patienten anbieten. Das Unternehmen hat eine Vision gehabt, und zwar das Entstauben von der Orthopädie. Bis dorthin hat das Unternehmen eigentlich die Schuheinlagen ganz konventionell gefräst, mit sehr viel Staub und mit viel Abfall. Und ihre Vision war, eben, dass mittels 3D-Druck können sehr nachhaltig und umweltfreundlich können herstellen. Wir sind per Zufall auf das Hightech-Zentrum gestossen. Und zwar war der Leiter der Standortförderung Baden bei uns wegen einem Anliegen, das wir hatten, wegen einem Behindertenparkplatz. Und als er gesehen hat, was unsere Ambitionen sind mit dem 3D-Druck und unsere Visionen, hat er gesagt, wir müssen unbedingt mit dem Hightech-Zentrum in Kontakt treten. Und so war der Beat etwa 2 Wochen später dann bei uns gewesen. Und seitdem haben wir eine super Zusammenarbeit. Beim Erstkontakt hat das Unternehmen bereits einen Kontakt vor der Hochschule gehabt. Das Unternehmen hat aber die Fördermöglichkeiten, die es gibt im Kanton Aargau, noch nicht kennt. Und sehr schnell haben wir eine erste Machbarkeitsstudie formuliert. In dieser Machbarkeitsstudie ist es darum gegangen, dass wir einen datentriebenen Designprozess automatisch ableiten. Die Firma Arthopoda Malgaroli hat schon Einlagen gedruckt mit einfachem Material. Sie sind mit dem Anliegen zu uns gekommen, dass sie die Einlagen in der Komplexität erweitern wollen, indem dass man die dann mit Multimaterial, mit verschiedenen Härten herstellen kann. Und dazu haben sie eine Technologie gebraucht, um das überhaupt zu machen. Das heisst, dass eigentlich Schuheinlagen im Grunde noch von den Scans von Füßen von Patienten mehr oder weniger vollautomatisch können im Grunde noch generiert werden, so dass schlussendlich eine Sohle, eine Fusseinlage, kann mittels 3D-Druck hergestellt werden. Wir haben dann angefangen, einen neuen Drucker zu entwickeln, indem wir zuerst die Druckköpfe optimiert haben auf die einzelnen Materialien und das Ganze dann in so einem Gerät, so einer ganzen Plattform dann integriert haben, sodass man dann kann Multimaterial-Einlagen damit produzieren. Im Moment laufen gerade noch 2 Forschungsprojekte, wo wir einerseits das Filament weiterentwickeln und auf der anderen Seite eine Software erstellen für das automatische Einlagendesign. In Zukunft möchten wir aber, dass die Entwicklungen, die Innovation und die Forschung auch kommerzialisiert werden kann und dass wir am Schluss einen Mehrwert haben für unser Unternehmen, für die Gesellschaft, für den Kanton Aargau und für die Umwelt. Ich war bei den Review-Meetings mit dabei, während die Projekte gelaufen sind. So habe ich immer gewusst, wo das Unternehmen steht, wo das Unternehmen hin will. Beeindruckend ist wirklich, wie schnell das Unternehmen die Resultate dieser Studien in Praxis umgesetzt hat und auch sehr schnell eigentlich handfeste Erfolge hat können nachweisen. Die Zusammenarbeit mit dem Hightech-Zentrum ist unglaublich wertvoll für uns. Mit dem Beat haben wir einen mega zuverlässigen Partner an der Seite, der ein unglaublich grosses Netzwerk hat und sehr viel Know-how. Er unterstützt uns wirklich in allen Belangen. Er stellt wichtige und kritische Fragen. Er tut aber auch alle Erfolge mit uns feiern und ist wirklich Teil von dem begeisterten Team, das wir aufgebaut haben. Es ist eigentlich ein klassisches Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus meiner Sicht zwischen Hochschule und Industrie und könnt heute eigentlich auf der Basis, die wir hier erarbeitet haben, immer weiter die Zusammenarbeit vertiefen. Wir können das Hightech-Zentrum auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade für KMUs wie uns, die nur begrenzte Ressourcen haben für Forschung und Entwicklung, ist die super Unterstützung, die uns der Kanton Aargau da bietet, unglaublich wertvoll und für das sind wir sehr dankbar.